Hallo Leute, es gibt viele starke Frauen auf der Welt. Die folgende Story handelt von Miriam Makeba. Sie war Sängerin und Bürgerrechtlerin. Es gab eine Zeit, da herrschte in Südafrika das System der Apartheid. Das bedeutet, dass Menschen schwarzer Hautfarbe kaum Rechte hatten im Vergleich zu Weißen. Dazu gehörte auch, dass Schwarze und Weiße nicht zusammen sein durften, sich nicht verlieben und keine Kinder miteinander haben durften. In dieser Zeit wuchs ein kleines Mädchen auf, das Miriam hieß und gerne sang. Jeden Sonntag ging Miriam und ihre Mutter in die Kirche. Und wenn der Kirchenchor probte, schlich sie sich zum Seiteneingang hinein, um zu lauschen. Als Miriam älter wurde, sang sie in einer Band aus lauter jungen Frauen, den Skylarks, und nahm mit ihnen über 100 Songs auf. Sie sangen über das Leben in Südafrika, darüber, was sie froh machte, was sie traurig machte und was sie zornig machte. Sie sangen über das Tanzen und über die Apartheid. Die Menschen liebten ihre Musik, vor allem das Stück Pata Pata, das ihr größter Erfolg wurde. Doch der Regierung passte das gar nicht, dass Miriams Musik sich gegen die Apartheid richtete. Um ihren Protest verstummen zu lassen, erklärte man Miriams Pass für ungültig, als sie gerade im Ausland auf einer Tournee war, und ließ sie nicht wieder einreisen. Miriam trat überall in der Welt auf und wurde ein Symbol für den stolzen Kampf der Afrikaner und Afrikanerinnen für Freiheit und Gerechtigkeit. Miriam Makeba erhielt den Beinamen Mama Afrika. Erst 31 Jahre später durfte sie wieder in ihre Heimat zurück. Kurz darauf brach das System der Apartheid 1994 zusammen. Miriam Makeba lebte von 1932 bis 2008. Aber es ist auch heute noch so: Wenn Pata Pata erklingt, beginnen die Menschen zu tanzen.